Ja, hallo Mario, hallo Tim. Ihr beiden macht seit 2 Jahren das 05er FM, also Radio von den Auswärts- und von den Heimspielen. Wie ist es denn dazu gekommen? Wer hatte die Idee und wie habt ihr das entwickelt? Also das war jetzt 2 Jahre her, glaube ich, dass wir das an den Start gebracht haben. Einfach, weil wir vom Radio kommen und wir kennen die Netradio vom BVB. Wir kennen, damals gab es nur BVB und Bayern hat es, glaube ich, noch gehabt. Und dann haben wir gemeint, warum nicht auch in Mainz? Und haben uns zusammengetan, haben damals noch mit Christian Heidel darüber verhandelt, wie wir das machen können, ob wir es machen können. Und der hat gesagt, klar, machet Otze. Und dann haben wir das einfach übers Knie gebrochen, mit improvisierten technischen Gerätschaften uns da irgendwas zusammengebastelt. Und seitdem sind wir jedes Spiel 90 Minuten drauf. Und dann haben wir gesagt, wir machen es in der Doppelmoderation. Mhm. Was einfach über 90 Minuten auch ein bisschen angenehmer ist. Man kann sich die Bälle ja auch einfach ein bisschen besser zuspielen, absolut, wenn man zu zweit da sitzt. Ne? Also wir ziehen die 05er Brille auf, gar keine Frage. Das gehört sich für ein Fanradio. Wäre ja auch Quark. Aber ich sag mal, dass wir wirklich unfair werden, das passiert uns nur mal, wenn uns wirklich die Galle platzt. Irgendwo ist ja das Fanherz mit drin. Mit was für Gerätschaften kann ich mich Internet euch hier vorstellen? Läuft alles direkt? PC, Handy, wohl Handy doch. Handy geht auch mittlerweile, allerdings nein, nicht über die App. Entschuldigung. Abrufen bekomme ich schon. Ich bin blond, bitte sprechen Sie langsam. Nein, genau. Ich meine, womit sitzt ihr hier, um aufzunehmen? Ach so, das ist ja, mit einem Laptop, mit einem Mischpult, mit 2 Headsets und noch ein Aufnahmegerät. Das war es dann und ungefähr 23.000 Kilometer Kabel, weil wir die überall hin und rumfriemeln müssen. Ihr bietet seit dieser Saison ein besonderes Schmankerl an, nämlich man kann sich die Auswärtsspiele nicht nur anhören, sondern euch beiden dabei auch zugucken. Das wird aber relativ gut angenommen, überraschenderweise, muss man ja sagen. In der Tat überraschenderweise, weil uns anzugucken noch beim Dummbabbeln, das erfordert schon eine gewisse Hemmschwelle. Und Mut. Und Mut, absolut. Aber nee, das genau, den Zeitgeist halt entsprechend haben wir das mal eingeführt, damit man da auch gleich interagieren kann, Kommentare abgeben kann, Fragen zum Spiel, zu Spielern stellen kann oder einfach über uns oder uns auch anpöbeln, wenn es alles ein bisschen im Stil ist. Ich habe das Gefühl, so was den Bekanntheitsgrad angeht, könnte man das noch ein bisschen nach oben schrauben, oder? Also es ist jetzt nicht so, dass man durchs Stadion laufen kann und jeder Fan wüsste direkt, dass es euch gibt. Das ist tatsächlich so, dass nach 2 Jahren wirklich noch welche kommen, ach, sowas gibt's, ja. Da setzen wir so ein bisschen auf Mundpropaganda und andererseits setzen wir natürlich jetzt auch auf dich. Oh, da lasst du dabei eine schwere Verantwortung auch mal in Schultern. Wir müssen es halt dann nur schauen, dass wir es richtig anpacken und dass wir genau versuchen, auch den Nerv zu treffen, den 05er-Fans irgendwie mit sich tragen. Und ist aber, wie gesagt, auch schwierig, weil unsere Fanbasis halt nicht so arschgroß ist. Mhm. Ne? Aber die ist interessiert und vielleicht gewinnen wir noch ein paar neue Fans dazu. Gerade du hast die Jungen angesprochen, die wir dann auch vielleicht binden wollen und dass die dann auch regelmäßig auch mal mit zu Auswärtsfahrten etc. mit Mainz 05 einfach mehr verbunden werden. Das ist unser Auftrag. Wo seht ihr denn selber jetzt gerade in dem Radiobereich für euch noch ein Entwicklungspotenzial? Also Mario will unbedingt mit auf Europa League Reisen gehen. Da sind wir noch am Arbeiten. Das ist natürlich auch nicht so einfach. Und dann gibt es halt noch eine Sache, an der wir jetzt am Arbeiten sind. Die kriegen wir hoffentlich noch in der Hinrunde hin, dass wir Studiogäste bei Auswärtsspielen bei uns ins Büro einladen. Ein Fanclub zum Beispiel oder 10 bis 15 Leute, die dann mit uns im Büro das Spiel gucken. Wenn man jetzt von außen mal draufschaut, was so die Manpower angeht, ist das ja schon sehr minimalistisch, oder? Fast 150% mehr, als ich angefangen habe. Und da war ich ganz alleine. Ja. Und dann habe ich noch den Basti mitbekommen, der auch fest angestellt ist und mit mir im TV dann arbeitet. Und ihn halt an Spieltagen jetzt, also quasi noch einen halben dazu. Also jetzt sind wir schon zu 2,5. Das ist schon mal extrem viel mehr, als ich vor 6 Jahren angefangen habe. Ja, jetzt haben wir ja schon gehört, Europa League könnt ihr erstmal wahrscheinlich nicht hinreisen. Aber vielleicht dann ja, wenn wir hoffentlich eine Runde weiterkommen. Für die weiten Fahrten, die dann vielleicht nach, was wünschen wir uns denn, England vielleicht? Ja, bitte. Inseln. Man United wäre schon schön. Old Trafford. Ja, für die weiten Reisen auf die Insel, die wir uns wünschen, bekommt ihr von mir als herzliches Dankeschön für das nette Gespräch die Wortpiratin Gummibärchentüte mit den bekannten 05 Gummibärchen. Wortpiratin Rot-Weiß. Das hat mich sehr gefreut, dass ihr Zeit für mich hattet. Ja, gerne. Vielen Dank, dass du hier warst. Sehr gerne. Jederzeit auch im Studio eingeladen. Also, ja, super, machen wir mal. Bleiben in Kontakt. Oh ja, als Co-Kommentator. Zum Beispiel, wenn ich wenigstens mal endlich mal gut aussehe, neben mir sitzen. Also dann für die Auswärtsspiele mit Fernsehübertragung, ich sehe schon. Super, danke auch. Danke.